Hallo, liebe Rad- und Wanderfreunde. Gerade war ich ja noch auf der Strecke. Ja, das wisst ihr nicht, das ist ja jetzt ein anderes Video. Ich war gerade noch wandern mit den Jungen, Zell am Harmersbach, Hahn und Henne. Und jetzt bin ich schon wieder beim Horst. Ist Samstagnachmittag. Ja, und es haben ja sehr viele nach dem Rezept vom Sauerbraten gefragt. Und wir haben dann gemeint, ja, bevor der Horst das jetzt alles schön aufschreiben muss, ist doch viel besser. Wir machen jetzt mal eine kleine Kochshow. Das heißt, Ja, ist in Ordnung. der Horst kocht und ich stehe bequem hinter der Kamera. Und ich denke mal, wer Schwäbisch kann, der wird dann auch verstehen, Was erzählt? was er da erzählt. Und natürlich mal sagen, legst du mal los mit dem schwäbischen Sauerbraten. Sollen wir mal anfangen? Leg mal los. Ja, noch nicht kalt verwischt. Aber sowas Aber von. sowas von kalt. So, hallo, Rad- und Wanderfreunde. Der Rainer hat der Eileiter schon gemacht. Wegen dem Sauerbrotrezept. Das Wichtigste ist, klar, man braucht Fleisch und dann möchte er ja wissen, was dazugehört. Also, Lorbeerblätter ist ganz wichtig. Dann haben wir Wacholderbeeren. Dann nehme ich Pfefferschwarz. Dann habe ich Piment. Dann nehme ich Nelke mit rein. Okay. Senfkörner. Und für die Säure nehme ich Zitronengras. Man kann auch eine normale Zitronensäure nehmen. Ich nehme das Zitronengras, weil das verträgt sich nachher mit dem Mehl besser. Ja, und so esse ich gar nicht, oder wie? Also ich persönlich tue den Essig erst, wenn es dann aufkocht. Also zum Einlegen nicht, weil ich Okay. lege es in einen Rotwein Okay. ein. Dann nehmen wir mal die Sache. Ich habe es jetzt hier schon vorbereitet, weil es gibt eine Heidesauerei. Also da ist das alles Da zusammen. habe ich alles zusammen gemischt und Okay. habe dann mit dem Pürierstab habe ich da mal zwei Drittel vorverkleinert. Weil es ist einfach so, die Gewürzesachen können dann besser auf das Fleisch ein. Dann ziehe ich den Saftschimmer an, wie wenn das große, bis das alles richtig die Feuchtigkeit hat, dass es ein Geschmäckli abgibt, ist schon vorbei. So. Und Rainer, das ist eigentlich ganz wichtig, jetzt haben wir es kurz. Ja, genau. Dann zählt als nächstes einfach nur das Fleisch, oder? Ja, Das Fleisch hat man eigentlich im Kühlschrank. Und wie sieht's denn da aus? wie bin ich Metzger halt, weißt du? Und Rainer, du hast bestimmt Durst, ich Ja. hätte auch Durst. Ja, du redest ja gerade am Mund fusselig. Das heißt, man müsste dann eigentlich jetzt auch was trinken. Ja? Und das ist Fleisch da. Das ist ein Fleisch, das legen wir da schön ein. Jetzt So. machen wir erstmal das Bier auf. Ja. Mit dem Messer. Also ich nehme die Flasche jetzt. Zum Wohl. Halt, 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 halt. Oh, Ja, Ordnung muss sein. ja, Auch beim Horst in der Küche. auch bei mir die Kuche. Zum Wohl. Rainer, Prost. Also der Sauerbraten muss gut werden. Ganz wichtig ist, dass man das Fleisch auch auspackt, bevor man es gewürzt. Sonst bringt es nichts. So. Und das ist jetzt Rindfleisch. vom Rind und was vom Rind? Habe ich aus der Rinderunterschale rausgeschnitten. Eignet sich sehr gut für Braten, hauptsächlich auch für Sauerbraten. Und von dem her gesehen, ja, ich mag das eigentlich sehr, sehr gerne. Und ich auch, habe ich schon Du festgestellt. auch, gell? Ja. So, also, Sauerbraten. Es gibt so fertige Beutel mit Sauerbratengewürz, wo man kaufen kann. In jedem Großmarkt, ob das jetzt Edeka oder Kaufland oder was weiß ich, wie die alle heißen. Das mache ich ja nicht. Und dort ist ja, steht ja drauf, die 150 Gramm oder was weiß ich, ausreichend für 2 Kilo Fleisch. Das muss aber jeder selber wissen. Will er es ein wenig würziger, will er es ein wenig anders hauen, ein wenig besser hauen oder ein wenig niedriger hauen. Und von dem her gesehen. So. Ich glaube, wenn ein Ledriger will es keiner hauen, oder? Ein ledriger ist ledrig genug, Aber weißt du? das sieht jetzt schon richtig gut aus. Also. So, und ich tue das jetzt immer schön
an der Presse. Wie viel Kilo Fleisch sind das jetzt so? Oh, das sind knapp 3 Kilo Fleisch. 3 Kilo, gut. Also ist lange noch wieder für 3 Personen. Genau. Ja. Rehle, guck da. Ich habe gestern Abend schon verkocht, weil ich kriege heute Abend Besuch. Ja, stimmt. Auch zum Sauerbraten essen. Die Weckli habe ich schon geschnitten, die Knödel muss ich noch machen, das Rotkraut ist fertig. Das waren auch 3 Kilo Fleisch. Mhm. Und das ist jetzt schon fertig? Und quasi. Das ist fertig, okay. Das muss ich jetzt noch portionieren. Ja. Mhm. Hinten mache ich jetzt nachher gleich die Soße fertig. Okay. Und von dem her gesehen passt das. Aber wie gesagt, sicher 3 Kilo Fleisch, wie das sehen wir gerade, ja. Das sind jetzt so 2,3 Kilo. Und jetzt kommen 4 Leute, dann müssen wir ja schon sparen. Genau, alles klar. Ja, ganz so schnell waren wir nicht. Das ist ja schon der fertige hier. Den tut er erst nur neben hier gerade aufschneiden. Und ja, das sieht schon mal ganz lecker aus. Also, da kriege ich ja schon Hunger, wenn ich das sehe. Ja, ich mache da noch ein Gläschen voll warm. Ja. Aber bloß ohne so einen Schlangen. Jetzt kommen ja 4 Leute zum Essen. Ja. 3 kommen, mit mir sind wir 4. So sieht's aus. Ja. So, jetzt werden wir den Sauerbraten voll ins Ei legen. Ich hätte es gern, wenn er 20 bis 25 Minuten nur im Gewürz da liegt. Und dann stehen wir an der große Hafen ein. Jetzt liegt er da so schön drin. Und dann ist ein Meim Sauerbraten. Ist noch nicht wie bei armen Leuten. Ich tue eine Flasche Rotwein und jetzt darf sich der Rainer raussuchen. Willst du lieber ein laufender Katzenbeißer oder lieber ein Trollinger? So wie du mich kennst, der Trollin. Also. Der Trollinger. Ja, den trinken wir jetzt dazu, oder wie? Rainer, du kannst gerne ein Glas Rotwein haben, aber den hätte ich mir jetzt nicht trinken. Den hätte ich mir jetzt da einfach. Wow. Das ist ja echt Ressourcenverschwendung, was du da machst, oder? Du hättest ja nicht ein Essig oder ein Wasser, oder? Ein Wasser kannst du auch nicht, aber... Wenn ich das gewusst hätte, was du damit machst, dann hätte ich gesagt, einer. Und der letzte Schluck gehört mir. Ja, wie immer, ha? So. Muss auch von etwas raus werden. Aber durch das, dass es einfach zu wenig ist, kommt nochmal was Neues. Jetzt lasse ich das bis morgen jetzt so und dann gieße ich ihn nochmals an. Nochmal eine Flasche Rotwein, dass er schön bedeckt ist. Jetzt kommt nochmal eine Flasche Rotwein morgen. Nochmal eine Flasche. Mache ich nochmal eine Flasche Rotwein. Aber da komme ich noch nicht. Nein, da brauchst du nicht nochmal. Dann ist er, schön bedeckt. Dann ist er schön bedeckt. Ja. Und in 2 Wochen würden wir uns dann wiedersehen, lieber Rainer. Oder ich schätze, ja. Ich komme unter der Woche mal vorbei zum Bier trinken. Das sowieso. Und heute in zwei Wochen würden wir uns dann wiedersehen. Dann machen wir den Sauerbraten kurzfristig an der Pfanne ziehen, ein bisschen schmoren lassen. Dann würde ich wunderschöne Specksemmelknödel dazu machen und ja, wenn du willst, dann essen wir auch noch Rotkraut dazu. Aber wie gesagt, in 2 Wochen. In 2 Wochen. Das heißt, das Thema kommt jetzt 2 Wochen. 2 Wochen im Kühlschrank. Im Kühlschrank. Genau. Abgedeckt, oder? Abgedeckt, wie es sich gehört, und dann passt es. So, genau. Gell? Sprich, wir sehen uns in 2 Wochen wieder. In 2 Wochen zum Sauerbraten essen. Genau. Und so sieht das Thema heute aus. 14 Tage später. Der Wolfgang ist mal wieder zu mir hochgekommen in Schwarzwald. Hallo, alle miteinander. Und ja, wir gehen jetzt zum Horst, aber wir müssen erst in so 3-4 Stunden beim Horst aufschlagen. Dann machen wir weiter mit dem Sauerbraten, besser gesagt der Horst macht weiter. Und ja, ich bin da zum Filmen für das Rezept, habt ihr ja schon gesehen, der Anfang vom Video. Und der Wolfgang... Ich bin der Tester, Das wollte ich gerade sagen. Das Einzige, was ich mitbringen muss, das ist einen guten Hunger und einen guten Durst, und das ist kein Problem für mich. Das hast du ja normal immer dabei. So, wir gehen los, wir machen bloß ein paar kurze Aufnahmen jetzt beim Weg und dann sehen wir uns beim Horst wieder. Alles klar, gehen wir los. Thank you.
Jetzt muss ich noch was in eigener Sache sagen. Ist eigentlich alles in eigener Sache, gell? Nee, ich habe gestern mit mehr oder weniger Entsetzen festgestellt, dass bei all meinen Videos plötzlich Werbung zwischendrin geschalten ist. Ich habe bisher nur Werbung am Anfang und eventuell am Ende vom Video geschalten und zwischendrin eigentlich nichts. Und YouTube hat es jetzt selbstständig gemacht bei allen Videos von mir, also so um die 400 sind es, glaube ich. Und wenn ich das nicht will, muss ich das bei jedem Video jetzt quasi rausmachen wieder. Ja, wie ich mit dem Thema jetzt umgehe, weiß ich nicht. Ich weiß auf alle Fälle, dass jetzt für die Zukunft muss ich das Häkchen rausmachen für die automatische Werbung zwischendrin. Das werde ich so machen, was ich mit den anderen 400 Videos, die da in der Röhre jetzt sind, machen werde, weiß ich nicht, weil das ist schon ein Riesenaufwand, jedes Video da anzuklicken und die Werbepausen da rauszumachen. Habe ich ehrlich gesagt keine große Lust dazu. Ja, ein schönes Geld für mich ist es ja letztendlich auch. Und ich weiß noch nicht, wie ich damit verfahre, aber wie gesagt, das war nicht meine Idee, weil ich kann das selber auch nicht leiden, wenn da permanent Werbung im Video kommt. Das ist mal einmal oder zweimal, ist okay, da kann man mal einen Kühlschrank Bier holen oder so. Aber wenn dann 10-mal Werbung kommt, dann hat man ja 10 Bier getrunken bei einem Video von 30 Minuten und das ist dann vielleicht eins zu viel. Oder wie siehst du das? Ich habe da kein Problem mit. Mit dem Bier trinken? Wir zwei zusammen, gucken mit der, mal. Mit der Werbung oder mit dem Bier? Ne, wir können das doch mal testen. Du legst ein Video auf mit viel Werbung und wir gucken mal, wie es uns dann hinterher geht. Oder so. Das wär's doch. Ja, der hat immer die besten Ideen. Ossi halt. Ja, so waren wir halt. Ja, da wir gerade dabei waren mit in eigener Sache, kann ich mich gleich anschließen. Und zwar das letzte Video, wo ich mit dabei war, das war, wo sind wir da gewesen? Weiß ich nicht mehr, ehrlich. Als mich da ein Sodbrennen geplagt hatte. Achso, das war auf der Tour da, die Mehrtagestour. Die Mehrtagestour, ja. Genau. Da rund um Peterstal oder was. Ja, ja. Jedenfalls sind sehr viele Kommentare gekommen, die mir da gute Ratschläge gegeben haben. Und ich wollte mich einfach mal dafür bedanken, für die Anteilnahme von allen. Also nochmal vielen Dank. Und ich bin auch jetzt wieder gerüstet. Falls beim Horst heute noch was eskalieren sollte. Aber ich freue mich schon auf den Horst und seinen Braten. Aber ein Kommentar hat dir nicht gefallen. Weniger saufen. Ja, weniger. Das, was am meisten geholfen hätte. Ja, an irgendwas muss man ja auch sterben. Ja, ja. Ja. Ja, aber ich lasse dafür einen Kuchen mehr weg. Du bist 70 jetzt, oder? 70, ja. 70, gell? Im Februar bist du 70 geworden. Ja. Habe ich dir gratuliert? Ja. Gut, freut mich. Ja. Ja. Also nochmal vielen Dank an alle, gell? Für die guten Kommentare. Wir sind schon ganze Ecke gekommen und ja, ich fange schwitzen an. Es ist immer noch richtig warm heute. Und so beim Laufen haben wir natürlich über das Sauerbraten geredet. Und dann habe ich so nachgedacht und habe mich mit dem Wolfgang beraten. Ja, wie nennen wir denn das Video? Und wir sind jetzt auf einen guten Titel gekommen. Schlicht und einfach. Horsts Sauerbraten. Also nicht schwäbischer oder so einer, Horsts. Horsts Sauerbraten-Rezept. Ja, mit Accent Gebü, mit diesen Betonungszeichen natürlich. Darf's nicht vergessen. Wie heißt es? Wie wir Franzosen sagen, Accent Gebü. Okay. Und wie heißt es auf Russisch? Auf Russisch Mjachkesnjak. Also, falls irgendjemand, der Russisch kann,
das Video sieht, dann schreibt mir mal, ob der recht hat. Ja. Ja. Und jetzt, wie gesagt, wir sind jetzt gleich in Lauterbad und dann Freudenstadt und dann sind wir noch bald beim Horst. Seinem Sauerbraten. Den müssen wir dann noch machen. Der Horst. Ja. Der Horst. Wir sind jetzt hier in Freudenstadt angekommen und überall sind jetzt diese schönen Schirme aufgestellt. Altbiersbacher. Ja, und wer schon mal gerne ein Bierchen trinkt, tropft doch ein bisschen der Zahn. Jetzt haben wir uns entschlossen, eins geht. Weil so ein leckeres, kühles Bier wie das Altbiersbacher, das geht rin wie die Polizei in die Häuser. Ich sag's euch. So was Feines. Also nochmal Prost. Zum Wohl. Zum Wohl. Ja, das Bier war natürlich sehr erfrischend und jetzt sind wir endlich in der Zielgeraden. Also es geht jetzt endlich mit dem Sauerbraten weiter. Und ich freue mich nicht aufs Filmen jetzt vom Sauerbraten, sondern aufs Ergebnis. Ja, wir sind gespannt. Du auch. Du kennst es gar nicht, oder? Im Horst so ein Sauerbraten. Sauerbraten schon, ja. Aber den Horstbraten, den kenne ich noch nicht. Ja. Sind wir mal auf dein Urteil gespannt. Ja, aber hallo. Wir sind angekommen beim Horst. Gleich geht's weiter mit dem Braten, aber der Horst hat uns mal wieder genötigt. Wir müssen erst seine gute Lyoner probieren und aus dem schönen Steinkrug ein kleines, kühles, kaltes. Ein Original-Steinkrug. Oh, ganz und wichtig. Ihr wisst ja, nicht nur kommen und essen, auch arbeiten. Wolle muss dann schon Äpfel schälen fürs Rotkraut. Und ich Bier holen. Ich war gerade im Keller. Zum Wohl. Muss auch was tun. Ja. Also gleich geht's weiter. Wir hätten jetzt die Vorspeise hätten wir jetzt noch schon fast hinter uns. Und bei mir gibt es nichts umsonst. Jeder muss was arbeiten. Der Wolfgang hat jetzt schon mal die Äpfel geschnitten fürs Rotkraut. Jetzt tut er mal noch ein bisschen Karotte schälen. Der Rainer, er hat das wichtigste Geschäft, der macht den Kameramann. Und wir werden jetzt einfach mal so langsam näher anfangen. Den Brot aus dem Sud nehmen, trocken machen. Wenn er Senf mehr machen, dann werden wir den ein bisschen anbraten mit dem Gemüse hier. Und ja, dann geht es einfach nebenher so weiter. Ich hoffe, es interessiert euch, dass ihr dabei bleibt. Wenn nicht, wir essen nachher trotzdem. Und von dem her gesehen, ich würde sagen, es geht mir am Arsch vorbei, aber das macht man einfach nicht. Gell? Alles gut, wir fangen mal an. Legen wir los. So. Rainer, wir nehmen jetzt den Braten hier aus dem Sud. Du wirst dich jetzt bestimmt fragen, letztes Mal hast du ihn doch drin eingetan. Aber selten gerade aus dem Hafen habe ich den Kühlschrank reingebracht. Den Kühlschrank zu klein. Und deswegen habe ich es umgekugelt. Jetzt tue ich das raus. Soll ich mal übersetzen für alle, die nicht Schwäbisch können? Wer jetzt kein Schwäbisch kann, der hat verloren. Also der Topf, der war größer wie der, wo jetzt da steht. Und der große Topf hat nicht in den Kühlschrank gepasst. Ich hoffe, dass man mein Deutsch versteht. Mein so. Schwäbisch. Ich kann es ja nochmal ins Sächsische bringen. Nun, das machen wir lieber nicht, das lassen wir bleiben hier. Jetzt mache ich das Fleisch einigermaßen ein bisschen schön trocken. Mache ich immer. Es ist jetzt halt mein Sauerbraten. Unser. Oder unserer. Es gibt bestimmt noch so Vögel, die sagen, was macht jetzt der? Ist egal. Ich mache das immer so. Und es ist ja dein Rezept. Genau, richtig. Dann passt es. So, und wenn ich den so weit trocken habe, dann gehe ich ne? Und ich nehme immer einen Löwesenf. Und tue den Braten mit dem Löwesenf außenrum noch einreiben. Das gibt jetzt zwar Geschmutz. Aber das ist egal. Das erinnert mich an deinen Spruch hier, was du da machst. Und
welchen Spruch? Na, irgendwie mit Tiere streicheln nur später oder so. Ja, ja. Hackfleisch kneten ist wie Tiere streicheln, nur ein bisschen später. Da lacht man nicht drüber, Horst. Doch. Du bist ein so. Ganz ein Böser. Und jetzt sollten wir das im Senf nur knapp 5 Minuten ziehen lassen. Das machen wir, so lange können wir einen Schluck Alpi trinken. In der Zeit tue ich da davor absehen. Okay. Damit ich die Sachen, die jetzt drin sind, die Kurzsachen, nicht drin haue nachher, weil das möchte ich nicht haue in der Sauce. Mhm. Weil mit dem können wir es nachher durchkochen. Wisst ihr, da bin ich schon hier als freiwilliger Helfer und gebe mir Mühe. Aber da wirst du schon gleich wieder versenkelt, weil ich die Reihenfolge nicht eingehalten habe. Ich habe jetzt die ganze Zwiebel gewechselt, gedacht, ich mache das erstmal. Nee. Du bist halt zu langsam. Oder so. Da gebe ich mir wenigstens beim Bier Mühe, dass ich da wenigstens das Tempo mithalten kann. Mit dem Horst. Also gut. Mit dem Horst. Horst. So. Wir können daneben Fleisch auch gleich noch ein paar andere Sachen machen. In der Zeit, wo man die Kasserolle aufheizt für den Braten, werde ich mir jetzt gleich noch schön die Äpfel, wo der Wolfgang schon so schön gleich geschnitten hat, andämpfen mit den Zwiebeln fürs Rotkraut. Dazu tue ich ein wenig Butter und Pfanne in den Topf. Und dann habe ich die Äpfel dazu. Warte schön 2-3 Minuten, bis sie ein bisschen Temperatur rund. In der Zwischenzeit, ihr hört. Ja, und seht. Meine Kasserolle, die du jetzt schon. Kommt der Braten mitnehmen. Kann ich nebenher das Gemüse, wo mir der Wolfgang schön geschält hat, schon ein bisschen schneiden. Das ist schwer. Das reicht, wenn man das so grob schneidet. Wir möchten die nachher nicht unbedingt essen. Ist schon nur, dass wir es zum Erbraten nebenher mit reinbringen. Und dann haben wir da noch ein bisschen so Lauchzwiebel, die schneiden wir auch noch mit rein. Wenn das nachher Erbraten ist, der Sauerbraten, und der dann so knapp 2 Stunden durchgezogen hat, dann ziehe ich das sowieso nochmal ab und dann kommt das ganze Gemüse wieder weg. So, jetzt müssen wir das Fleisch mal schön drehen, wenn ich lasse es nicht ganz so lang braten auf eurer Seite. Und wenn ich es dann drehe, auf die 2 Zeit, dann gebe ich das, was ich jetzt da schon gleich geschnitten habe, gleich schön dazu. So, wenn dann der Sauerbraten dabei ist, dann gehe ich jetzt noch an die Zwiebeln zu den Äpfeln dazu, damit die auch ganz leicht goldgelb sich anglasen und das nicht lang. Für maximale Minute. Und dann könnt ihr das raussuchen. Was für ein Reh hättet ihr gerne lieber dran? Ein Achtertaler Spätburgunder, ein Trollinger? Ja. Wo kommt das jetzt dran an? Oder ein laufender Katzenbeißer. Mit dem tue ich jetzt meine Äpfel dämpfen. Die kommen auch noch in Wein. Die kommen jetzt in Wein, wo der Wein dämpft. Okay. Und dann tue ich nachher, wenn die auch dämpft sind, noch eine halbe Stunde tue ich das Kraut dazu. Okay. Du wirst wissen, welcher Wein dazu passt. Ja, wir nehmen halt mal einmal. Irgendwie bist du immer zu faul, die Weinflasche richtig aufzumachen, ist mir so aufgefallen. So,
machen wir einen Deckel drauf. Wir können jetzt stehen fassen, ne? Kickle mal eine Viertelstunde. Und was jetzt ganz wichtig ist, der sauerbratische Fähre sieht auch braten. Jetzt nehmen wir mal den Sud. Da wo noch eklig gesehen ist. Und dann aber nicht alles aufs Maul. Wir sehen das nebenher ablöschen. Jetzt wird es langsam richtig laut hier. Ah gut. Ja, ist halt in der Küche so. Das gehört dazu. Man kennt da nebenher alles trinken. Prost Wolfgang. Deiner? Also langsam frage ich mich, wo ich hier bin. In der Küche oder? Im Alpiersbacher Trinkershop. Bei mir. Bei mir. Zum Wohl. In mein Rotkraut. Moment, geht's weiter. Ja, kommt ja auch ein bisschen Knoblauch. Hier gibt es ja gar keinen Cut mehr in dem Video. Ja, ausgekattet. Mein Knoblauch. Mein Rotkraut kommt auch ganz klein bisschen Knoblauch mit. Nee. Das war jetzt ein bisschen. Ja, und der Rest? Was ist denn viel in deinen Augen? Ein Kilo, 5 Kilo Brei. Alles klar. Und wieder ablöschen. Und immer wieder ablöschen. Dann hat es Zeit. Sonst wird es zart kalt, dann braucht es lange und dann wird der Braten trocken. Und so mit eurer Kelle ablöschen, dann kocht es gleich wieder nach. Und das macht man so lange, bis der Braten fast bedeckt ist. Siehst du, das wird gar nicht kalt, es kocht gleich wieder nach. Siehst du das? Und von dem her gesehen, so macht man das. Oder so mache ich es zumindest. Das kann im Endeffekt jeder selber machen, wie er will. Jetzt habe ich das gesehen, kein Problem, werde ich das nächste Mal auf meiner nächsten Radtour in Trangia machen. Ich muss mir halt 3 Wochen Zeit nehmen, dann wird es schon was. So, durch das, dass ich mein Rotkraut auch immer selber mache, ich habe jetzt heute Morgen ein bisschen Zeit gehabt während dem Arbeiten, habe das im Geschäft schon schön feingeschnitten. Ich hoffe mal in der Pause. Wir machen keine Pause und auch ein bisschen einmal geschwind kalt abgeschwenkt. Und dann sauber gemacht. Und bevor ich das jetzt zu den Äpfeln und zum Knoblauch dazu gebe, tue ich das ganz leicht erwürzen. Das heißt, ich nehme ein wenig Salz, mache ein bisschen Salz noch. Die eine Däte Zwiege mache ich nicht, ich habe das nicht viel. Dann mache ich von Haus aus ein ganz klein bisschen Piment. Ne? Ich mag das einfach. Bisschen Piment. Ein bisschen. Ja, auf die Menge ist das wie fast nichts. Okay, ja, ich bin ein kleinerer Topf gewöhnt. Also ja, momentan habe ich so einfach einen Eimer, weil ich möchte so einfach nur Menge. Ja, okay. Und was ich dann einfach auch mit neu mache, ist eine Mühe Nelke. Mal eine Nelke. Wieso hast du denn so riesen Säcke gewürzt? Oder? Wenn ich viel Gehausschlachter gegangen, dann brauche ich einfach, ich kaufe es einen Kilopack, okay. Ist billiger, als wenn ich einfach so. Oh, das riecht extrem. Das riecht sehr gut, riecht. Mm. Oh, das ist super, ja. Ja, und die sind frisch vermahlen von der Firma Deli Special. Und von dem her gesehen, und jetzt mache ich das da ganz, ganz leicht durch das Vermengen. Und dann kommt es in den nächsten 2 Minuten dann in meinen Topf mit den Äpfeln und mit dem Zwiebel und ein bisschen Knoblauch. Jetzt sieht es aus, wie wenn der Hafer zu klein wäre. Aber da solltest du mal gucken, wie das in 2 Stunden aussieht. Oder der Eimer zu groß, ja? oder so, ja. Aber das geht richtig brutal zusammen. Das kann man halt gleich zusammen, das ist. Ich finde es Wahnsinn, dass du das immer alles frisch machst. Also du, so Rotkraut oder so, da gibt es bei mir so Dose oder Glas und gut ist. Ja. Aber klar ist ein Unterschied. Schmeckt anders bei dir. Muss ich zugeben. Das ist wie wenn ich jetzt einen Smoke auf dem Balkon hätte für 2,5 Dosen Stutz und kaufe im Lidl eine Würstle für
52 Cent. Meinst, das macht dann auch keinen Sinn. Das macht und, auch keinen Sinn. Und zu einem recht vernünftigen Sauerbrot, der gehört einfach ein selber gemachtes Brotkorb. Richtig. Ja, und das geht jetzt nachher bei den Semmelknödel gleich weiter. Recht hast du. Kaufen kann jeder, den Arsch in der Hose und etwas selber machen. Und dann, klar, Rainer, ich habe auch 5-6 Live-Bericht, bis ich gemerkt habe, wie ich es richtig mache. Bei ihr kommt jeder Koch. Ja. Und dann hast du halt einfach 5-mal Scheiße und dann beim 6. Mal ist gut und dann musst du sagen, geil, so muss es sein. Weißt du, das ist. Wah. So, und was noch ganz wichtig ist, ich lösche die ganze Geschichte nochmal ab mit einer halben Flasche Rotwein. Sei froh, halt, dass ihr mir gerade Bier trinkt. Der ist gut, der ist nicht sauer. Passt. Ja, so ein Sauerbraten, der dauert ja so 2,5-3 Stunden, bis er fertig ist und die zwei bis er hier. Zieht. Bis er was? Bis er durchgezogen ist. Bis er durchgezogen ist und so lang beschäftigen die zwei sich hier mit. Mit was? Mit dem Hamburger Viermaster. Ja, dann mach mal. Hau rein. Ja, ich wollte Hamburger Viermaster sehen. To my holiday. To my holiday. Die Masten so schön, als der Schiffers in Bein. To my holy, 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 oh, oh, oh. Blow, blow, from California. There's plenty of gold, so I am told, on the banks of Sacramento. Die Kombi ist schnuddelig, die Luschi ist voller Dreck. To my holiday, to my holiday. Des alles, das ist dem ollen Smuck, ihr sind versteckt. To my holiday, holiday, oh, oh, oh. Blow, boys, blow, from California. There is plenty of gold, so I am told. On the banks of Sacramento, blue boys blow from California. There is plenty of gold, so I am told. On the banks of Sacramento, on the banks of Sacramento. Du kriegst kein Bier mehr. So, mittlerweile haben wir 10 Minuten vor 6, also 17.50 Uhr. Unser Sauerbrot hat jetzt 2,5 Stunden so vor sich nachgekichelt. Ich würde sagen, er wird jetzt knapp in der 82, 83 Grad Kerntemperatur hauen. Schätze keine Fehler. Deswegen können wir das auch noch über. Ups! Über Nuffs. Über einen Kerntemperaturfühler messen. Wie viel das er hat. Ja, guck, er geht sogar schon weiter noch. Er geht auf 86 Grad, auf 87. Also, das also heißt. Auf alle Fälle, der ist fertig. Der ist kehrig weich. Okay. Unser Rotkraut, das köchelt jetzt auch schon 2 Stunden vor sich, ne? Mit. Insgesamt 1,5 Flasche Rotwein. Also das ist, ja, wir kochen hier mit Wein, mit Dampf, mit Dumps. Mit richtige Sache. Und ich nehme jetzt den Sauerbraten. Und jetzt da, wo der Sauerbraten drin kichelt hat. Wenn jemand will, das Gemüse essen, das kann man super essen, das ist gar kein Problem, das ist gut. Dann darf er das gern essen. Ich esse es einmal nicht. Außer wenn ich ein Leu bin. Und das siebe ich jetzt ab. Und mit dem, das ist meine Grundausstattung für die Soße im Endeffekt. Und das werde ich jetzt machen. Das werde ich jetzt kurz absieben. Jetzt siebe ich das hier ab. Nebenher sollte ich das einmal anlupfen, sonst habe ich die Hälfte hier drin.
Das sieht jetzt langsam echt gefährlich aus, was du da tust. Ja, du, es ist halt einfach, ja. Ist manchmal nicht so einfach. Ist manchmal nicht so einfach. In einer kleinen Küche, gell? Du, ja, aber eine größere hat die leider nicht zur Verfügung und deswegen... Und wenn man große hat, muss man auch so viel laufen, gell? Nee, hinten drehen so viel putzen. Oder so. So viel putzen. Du hast die anderen Flaschen? Nein. Was kommt jetzt da ums Eck? Ein ganz unbekannter. Hey Uwe. Servus. Einer, hey. Wenn wir schon wieder gefilmt hier oben. Ja. Horst, hey. Guten Tag, Herr Habe Seidinger. Zu was bist du gekommen? Hä? Zum Fressen leider nicht. Ja, was denn sonst? Hast du Bier mitgebracht? Nein, no, natürlich nicht. Aber Durst, gell? Nein, leider nicht. Dann wird es eng so. Jetzt haben wir den Tor, wo wir das sogenannte Benzin auch haben, haben wir abgesägt. Setze ich den wieder an. Ganz wichtig. Oh, jetzt ist die Flasche schon wieder leer. Das ist dir noch nie passiert, dass die leer war, ohne dass du den Schluck trinkst. Der Rest ist Schluck trinken. Sag mal, jetzt mal ohne Witz, wie viele Flaschen Wein hast du jetzt gebraucht für das Essen bisher? Also das Sauerbrot haben wir eingelegt in 1,5 Flaschen, ja, oder in zwei Flaschen. Mhm. Das Rotkraut hat jetzt 1,5 Flaschen und jetzt da noch eine halbe Flasche. Dann wären wir jetzt bei 4 Flaschen und wir sind ja nicht ganz fertig. aber hey, man muss jetzt sagen, das Sauerbrot haben wir vor 2 Wochen schon angesetzt, gell? Mhm. Eben. Wenn wir jetzt heute Mittag in den 2 Stunden die 4 Flaschen Rotwein gesoffen hätten, wären wir schon lange unter dem Tisch und so können wir noch aufrecht stehen. Das ist also gar nicht das Schlimmste. Dann noch wieder weiter. Wird das was, ja? Ja, ich hoffe es. jetzt sag nicht, es schmeckt nach Rotwein. Das passt. Jetzt müssen wir das ganz leicht aufkochen lassen. Das Rotkraut ist nicht ganz so wie sonst, weil ich hätte es gerne, ja, wenn es 2 Tage oder wenn es nochmal warm gemacht worden ist, so wie sich das eigentlich gehört, am Tag vorher angesetzt und aufgekocht. 2 Stunden Zielau und am Tag drauf noch eine halbe, dreiviertel Stunde warm gemacht. Aber der Rainer hat es gerade vorher probiert, vor 5 Minuten. Er hat gesagt, das sei super. Er hat das gar nicht anders kennen von der Horn aus. Ich habe gesagt, das ist genial. Hallo. Und was jetzt noch einfach nur fehlt, wir machen ja eigene Semmelknödel. Und die täte mir jetzt machen. Ich war so früh und habe heute Morgen die 16 wirklich schon mal vorgeschnitten. Wo ich Zeit hatte im Geschäft, nach dem Rotkraut schneiden, habe ich Zeit gehabt, habe ich die Weckchen noch geschnitten. Und jetzt täten wir die ganz einfach, so wie ich das mache, dass es recht eine schöne Semmelknödel geht, schaffen. Das heißt, Weckchen. Und dann nehmen wir so 14 Gramm Salz aufs Kilo. Man kann es auch abwiegen. Darf ich da mal schön in meinen Kühlschrank? Dann täten wir auf 6 Weckle 35 Gramm Butter nehmen. Ich muss mal das Rechnen anfangen. Da haben wir ja einen Ingenieur dafür da. Uli, ja, was sagst du da? Passt das? Passt alles wunderbar. Der ist jetzt gerade so dazugestoßen. Bis 80. Passt alles. Also für 6 Weckle 35 Gramm und 15 Weckle sind ja 2,5 mal so viel. Jetzt überfordere bitte meine Zuschauer nicht. Dann täten wir das einfach. Die sind so viel Rechenleistung nicht gewohnt. Pi mal ab. Dann brauchen wir Eier. Wenn du so weitermachst, brennt mein Akku durch da hin. Dann brauchen wir Eier. Ich glaube, wir haben noch nie so lange Szene am Stück gemacht. Ehrlich? Ja. Also, für 15 Weckle, dann nehme ich 9 Eier. Wolfgang, ist das deine Antwort auf bitte Ruhe hier im Schnittraum? Das ist meine Antwort auf die Eier. Ihr wird nicht rumgeeiert. Die ostdeutsche Methode, hier aufzumachen. Also Horst, red weiter. Also ich nehme da die 9 Eier dazu, auf meine 15 Weckle. Das habe ich nicht drin. Die müssen wir jetzt aber nicht alle angucken, oder? Was?
Die 15 Eier. Ich bin gleich fertig. Also noch Wickle, Salz, Eier, Butter. Ich mache Röstzwiebeln dazu. Gibt einfach ein geiles Aroma. Gutes Aroma heißt das. Ein gutes Aroma. Prost. Wolfgang, da ist ein Dickel und ich wüsste, der spielt die aufheben. Auf 6 Wickle nehmen wir 170 ml Milch. Das heißt, wenn 2,5 mal so viel. Stellen wir Milch nicht da. Was ich dann auch mache, jetzt kommt wieder der große Pack. Ich mache ein bisschen Muskat dazu, nicht viel, nur ein Müh. So dass ein er Müh. Ganz gleich ein bisschen, ein Müh. Ein bisschen einen anderen Geschmack hat. Ein Müh. Ja, als Metzger kann man mit Müh rechnen. Das können dir beim Daimler nicht vorstellen. Ja, das stimmt. Wir gell? Können die überhaupt nicht rechnen. Gell, Uwe? Und das kannst du ja lesen in der Zeitung. Dass wir nicht rechnen. Wir rechnen können. Und was ich jetzt so zu meiner Schande einfach sagen muss, jetzt kommen da noch Speckwürfel rein. Und ich habe heute im Geschäft einfach noch Speckwürfel mitnehmen wollen. Wir haben ums Verrecken keine Maikett. Das heißt, ich bin nach Arbeit heute Mittag um 13:30 ins Kaufland gestürmt und habe hier Landgut Speckwürfel gekauft von der Schinkenräucherei Wein hier in Musbach. Ich bin wenigstens im Land geblieben. Mein Chef mag es mir verzeihen, aber... Das verzeiht er dir mit Sicherheit nicht. Nee, wahrscheinlich habe ich mir nicht Kündigung auf dem Tisch. Ja, nee, aber... Jetzt hast du verloren. Die Frau hat die Maschine schon putzt gehabt. Und da mal anfangen wollen, ich hab's einfach nicht wollen und ich hab sagen müssen, gut, der ist nicht schlecht, man kann essen und ich hoffe, dass meine Gläser deswegen nachher trotzdem gut sind. Auch wenn ich da jetzt von der Schinkenräucherei Wein Speck nicht tue. Für wie viel Leute machst du eigentlich Gläser jetzt mal? So. Ja. Dumm gefragt. Ja, wir sind jetzt schon 2, 4, 5, wo der Hände stehen, dann Hunger hin. Dann ist mein Fabian noch dazugekommen, der mag Semmelglöß auch. Mhm. Mein Kleiner, der Fabian, der Manuel, der isst das auch. Und von dem her gesehen, wenn notfalls ohne übrig bleibt, dann essen wir ihn halt morgen noch. So, gell. Jetzt werden wir den Zauberbraten schön portionieren. Wie man sieht, er verliert links und rechts beim Aufstehen. Das heißt, der ist schön wach, so wie er sein soll. Gut, zack, die Hälfte fliegt mir auf den Boden. Das ist ja auch eine blöde Summe, muss ich dann auch wieder selber aufräumen. Tut wieder nehmen. Und gleich verliert er noch mehr, weil der Wolfgang hinter dir steht. Ja, ich kann mir vorstellen, dass der schon danach längert. Ja, aber er hat Angst, weil du so scharfes Messer in der Hand hast. Und ich gucke immer, dass der Sauerbrot schön wach ist. Ich möchte ihn in der Soße nicht mit Zielen, ich möchte ihn in der Soße auch noch warm machen lassen. Das heißt, der wird jetzt gerade in Sauce, die ich gemacht habe, wird der zugesetzt für maximal 5 bis 10 Minuten. Dann hat er jetzt die Temperatur, wo er wieder raus hat. Und dann ist der perfekt. Warm, ist fertig, ist super, ist gut. Ist. Und was wir jetzt dann als nächstes dann noch machen, sind Gläser. Gewürzt haben wir sie schon, die schaffen wir jetzt dann kurz noch an. Bis die hergeschafft sind, kocht hoffentlich mein Wasser. Und dann gibt es frische Semmelgläser. Und dann passt das und dann ist alles super, noch passt, ist alles gut. So, wir teilen jetzt einfach mal nebenher die Gläser schaffen, bis Wasser voll ins Kocht. Machst mal das nicht und ihr habt es gesehen. Salz, Butter, ein wenig Muskat habe ich noch gemacht, Speckwürfel. Jetzt habe ich noch ein bisschen Petersilie geschnitten. Ich meine, ich bin nicht unbedingt ein Freund von Grünfutter, aber ein ganz klein bisschen Grün sollte vielleicht drin sein. Röstzwiebel haben wir dazu nicht gemacht. So viel Leute in der Küche habe ich noch nie gehabt wie heute, wo mir beim Kochen zugucken und mir mein Bier wegsaufen. Ich hoffe, dass der Hermann auch noch was bringt, weil ich auch schon wieder kein Münchner Bier ist diesmal eingespannt. Und jetzt muss ich einfach dazu sagen, meine Semmelgläser ist einzig Teil beim Essen vom Sauerbraten, vom Rotkraut, wo kein Rotwein drin ist. Also, in Semmelgläse bitte kein Rotwein einmachen, gell? Weil ich meine, wer es mag, der soll es haben. Geschmäcker sind verschieden. Katz frisst Mies, ich mag es gar nicht. Und von dem her gesehen, in Semmelknödel bitte kein Rotwein. So, jetzt wird die Sache schön durcheinander geschafft. Mein Wasser kocht jetzt auch, das heißt, wir drehen jetzt gleich einfach
Gläschen formen und der jetzt ins kochende Wasser zugehen. Also die Semmelklößel, die ich habe, die sind schon geformt und in so Plastik ja. drin. Die muss man aber nur ausfallen. Die hast du aber nicht selber gemacht. Und umso doch, selber ins Wasser geschmissen. Umso größer, dass er die Klößchen macht, umso länger brauchen sie. Okay, wie ja. lange brauchen die jetzt? Die können wir mit einer Viertelstunde ziehen lassen, sind die fertig. Ja, Viertelstunde bei kochendem Wasser, passt. Das ist gut, weil da sitzen zwei, die haben schon Hunger. Ja, ja. Wir haben jetzt gucken, dass was zum Essen geht, sonst saufen wir das Bier leer. Ja, genau, ja. Da musst du vorsichtig sein, Herrscht. Ruckzuck muss ich deine Frau noch mal fortschicken zum Bier kaufen. Das darf man ja niemand sagen, dass die schon mal unterwegs ist, noch Schub holen. Ja, das sag's auch nicht. Also gut. So, jetzt sind wir, oder der Horst ist jetzt fertig mit seinem Braten. Und jetzt geht es nur noch darum, die ganze Sache zu verteilen und die ganze Sache zu koordinieren. Und ich fange mal an. Das ist die Kette. Kette. Ja, ja. Die. Und dann nehme ich schon mal den ersten Teller in die Hand und warte auf den zweiten Teller. Willst du zwei Teller gleichzeitig drauf? Natürlich. Ob das gut geht. Nee. Und dann gehen wir raus auf die Terrasse. Auf den Balkon, eine Terrasse habe ich keine, ich wohne im zweiten Stock. Wege mehr auf der Balkon und dann genießen wir hier einen Sauerbraten von Horst mit SCH. Ja. Und ob er mich am Schluss mit T oder mit D schreibt, das ist mir scheißegal. Nein, das bestimmen wir. Vorsicht! Also will er nichts sagen. Ich bin jetzt glaube ich schon das dritte Mal da zum Sauerbraten essen. Aber jedes Mal übertriffst du mich. Das ist schon das vierte Mal. Ja. Ja, mit dem einen Mal, wo der braucht, sind schon fünf. Das stimmt ja, genau. Das ist so. Der ist noch eingefroren. Ne? Oh, und demnächst Luft haut. Ja. Also ist total genial. Doch, Horst. Erste Sahne. Bist ein Hauptkerl. Ja, sind schon mal gesagt. Und jetzt ist aber spannend, was sagt der Mann aus dem Osten? Wolfgang, du bist da gerade im Lichtschatten oder wie sagt man da, im Gegenlicht, aber du darfst dich zu dem Essen äußern. Ich würde mal sagen, das hat er sehr fein gemacht. Weil so ein Horst, bei ihm würde mir ja alles schmecken. Sowieso, weil ich mag ihn einfach. Aber das hat er sich selbst übertroffen. Und wenn jemand meint, das Rezept wäre nicht das Rechte, dann ist er selber schuld. Dann soll er sein Rezept nehmen. Auf jeden Fall das, was er hier hingezaubert hat, finde ich einfach klasse. In der Kürze der Zeit. Vor allen Dingen in der Kürze der Zeit. Horst, ich bin begeistert. Mehr kann ich nicht sagen. Gerade mal 14 Tage. Ja. Für dieses Essen. Gut, man kann ein Bier mehr dazu trinken, muss man aber nicht. Und von dem her gesehen, ihr wollt jetzt Rezept. Jetzt habt ihr es, ob ihr es nachkocht oder nicht, das interessiert mich gar nicht. Oh. Nein, es ist einfach so. Weißt, sie wollen das Rezept, jetzt haben sie es. Ob es jemand nachkocht, das muss er selber wissen. Es ist zeitintensiv, es ist rotweinlastig. Also Horst, ich habe dir schon gesagt, bei der nächsten Radtour mache ich das im Trangia. Da würde ich mich freuen, dann kriegst du zwei Daumen von mir nach oben. Aber wie gesagt, dann muss ich mindestens eine 14 Tage Radtour machen. Ja, das ist so gut. Oh, kann man das Fleisch auch da in der Satteltasche so zwischenlagern? Ja? Ich wollte schon sagen, da bin ich auch dabei, aber 14 Tage, oje. Also ich glaube, wir machen Cut. Natürlich im Endeffekt alles. Jetzt schwenke ich mal um. Vielen Dank an alle, dass ihr reingeschaut habt. Das war ein recht schweres Video, aber... Wie gesagt, gibt nichts zu sagen. Wolfgang, sag du was. Ich habe schon drei Bier. Bloß drei? Das ist einfach typisch Horst. Horst mit SCH. Wie gesagt, nicht Horst, sondern Horst. Das ist Horst. Und D hinter. D. Ganz wichtig. Habt vielen Dank für diesen Tag, zu dem ich euch hab eingeladen. Doch nun wird's Zeit zu gehen,
Mach mal zurück, ich hab mich verhebt.